Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Grüninnen. Wir haben heute schon so einiges von den großartigen Segnungen dieses Bildungsetats gehört. Da kommt gleich noch was Besseres. Wir reden hier von 17,5 Milliarden Euro. Die Bundesregierung erhebt damit den Anspruch, dass, Zitat, unser Land die beste Bildung für unsere Kinder bekommt. Wird das mit diesem Haushaltsentwurf erreicht? Im Haushaltsplan gibt es einige gute und einige schlechte Ansätze. Ein positives Beispiel, 331 Milliarden Euro sollen in die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung fließen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Ein negatives Beispiel, finanziert wird ebenfalls das Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam, das maßgeblich am Klimaschutzplan 2050 mitgewirkt hat. Eine Mitarbeiterin, nennen wir sie Frau E., bezeichnet Windkraftgegner und Kritiker der Energiewende als, Zitat, Wissenschaftshasser. Frau E. muss es wissen, denn schließlich hat sie die geballte Kompetenz als Umweltsoziologin. Ja. Jetzt mal kurz als Erklärung, warum ich das kritisiere. Wenn Sie sich mal angucken, wie Klimamodelle funktionieren, das ist ein komplexes System von Differentialgleichungen, gewöhnliche, ordinäre, und da fehlt einfach das Rüstwerkzeug. Eine Umweltsoziologin kriegt das nicht im Detail hin. Und dann so eine Kritik zu machen, das ist unwissenschaftlich. Kritiker werden diffamiert und das lassen wir nicht zu. Dieses Institut soll jetzt mit 250.000 Euro zusätzlich gefördert werden. Wir sagen, das ist zu unwissenschaftlich. Weg damit. Ein anderes Thema, das ist das Verhältnis zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Frau Kalitschek hat es angesprochen. Es beginnt fast 60% eines Jahrganges ein Studium. Handwerker und Kleinunternehmer beklagen sich über immer geringeres Interesse an Ausbildungsberufen. Wir sind mittlerweile in Bildungskultur angekommen. Promovierter Mathematiker, deswegen kann ich über Differentialgleichungssysteme und Klimamodelle reden. Ja? Die Ausbildungsberufe genießen immer eine geringere Wertschätzung. Es herrscht oft die Meinung, dass man ohne Studium weniger wert ist. Und das ist so fatal wie falsch, weil es nachher zu viele Jugendliche in die Universitäten treibt. Damit beginnt ein Verdrängungswettbewerb, wo der studierte Betriebswirt nachher den gelernten Kaufmann ersetzt. Diese Fehlentwicklung erkennen wir. Wir erkennen allerdings im Haushaltsentwurf keine ernsthaften Bemühungen. Ich habe mir mal angeguckt, welche Fördermaßnahmen wir für Studenten haben und welche für Ausbildung. Wenn man sich die der Studenten anguckt, da kommen wir auf ca. 4 Milliarden Euro. Guckt man sich die der Ausbildungsberufe an, haben wir drei Positionen mit 400 Millionen Euro. Begabtenförderung bei den Handwerksberufen 50 Millionen, bei den Studenten 260 Millionen, also Faktor 5. Frau Kalitschek, ich zitiere Sie, es ist Ihnen ein persönliches Anliegen, die berufliche Bildung wieder die Wertschätzung erhält, die sie verdient. Das ist in dem Haushaltsentwurf nicht sichtbar. Es bleiben aber noch viele Fragen offen. Die größte bildungspolitische Herausforderung haben wir heute noch viel zu wenig erwähnt. Das ist die Migration. Natürlich. Um Sie mal mit etwas Realität zu konfrontieren. Die Autorin Ingrid Freimuth, sie ist Diplompädagogin, hat 40 Jahre an Haupt- und Realschulen gelehrt. Sie hat letztens ein Buch rausgebracht, Lehrer am Limit, warum die Integration scheitert. Die FAZ hat vor ein paar Tagen darüber berichtet. Und ich zitiere jetzt aus diesem Artikel, Frau Freimuth kritisiert, Zitat, eine immer schwierigere und heterogene Schülerschaft in überfüllten Klassen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, in denen einige Alpha-Exemplare der männlichen Schülerschaft den Ton angeben. Ihnen ist mit deeskalierenden verbalen Mitteln nicht beizukommen. Sie verstehen nur das Prinzip der Rangordnung und das Recht des Stärkeren. Das sagt eine Lehrerin. Sie hat Erfahrung, sie kriegt das vor Ort mit. Weiter kritisiert sie die sozialstaatliche Verhätschelung, mit der einer bestimmten Klientel systematisch Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative abtrainiert wird. Das reicht auch noch weit über die Schule hinaus. Sie wirft den Politikern vor, dass die Lehrerschaft mit diesem Problem alleine gelassen wird. Wie gesagt, das sagt eine Lehrerin, die 40 Jahre Erfahrung hat. Auch in diesem Haushaltsentwurf gibt es keine Lösung für dieses Problem. So, wir lassen im Prinzip unsere Lehrer alleine. Frau Freimuth setzt sich für ihre Schüler ein. Sie will Verantwortung übernehmen. Sie hat in ihrer Freizeit Nachhilfe gegeben und war wirklich bemüht, den Kindern was beizubringen. Aber, wir haben gerade die Beschreibung gehört, das kriegt sie nicht mehr hin. Und die Probleme werden hier in Berlin nicht gehört. Und da muss ich auch sagen, Frau Kalitschek, das ist sicherlich keine Lösung, Tablets und Whiteboards zu kaufen für die Schulen. Digitalisierung hilft ihnen nicht weiter, wir müssen die Ursache der Probleme angehen.
Und um nochmal auf die Grünen kurz einzugehen, Sie haben gerade Integrationskurse erwähnt. Gucken Sie sich mal die Zahlen des Bundesministeriums für Migration an. Wir geben 600 Millionen Euro aus für Integrationskurse. Circa die Hälfte der Teilnehmer kommt nicht durch. Die kommen da zum Teil gar nicht mehr hin. Das heißt, diese Maßnahme funktioniert nicht. Da müssen wir mit mehr Zwang ran, muss man ganz klar sagen. Wer diese Integrationskurse nicht besucht, dem gehören Leistungen gekürzt. Und diese Probleme werden hier ignoriert. Wir denken an Frau Freimuth, die Lehrerin. Wie wollen wir denn auch diese Probleme hören? Leider werden zu den Ausschusssitzungen nur Präsidenten großer Forschungseinrichtungen eingeladen, um über ihre Arbeit zu berichten. Kleine Leute finden dort kein Gehör. Wir freuen uns, dass wir das bald ändern können. Und ich freue mich auch bald, wenn Sie Ihre Denkblockade lösen, damit wirklich bessere Bildung für unsere Kinder auch tatsächlich ermöglicht wird. Wir sind es unseren Kindern schuldig. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Sven Schulz für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ein Koalitionsvertrag ist Absichtserklärung, ein Haushalt ist Wahrheit. Die Wahrheit, die sich im Haushalt für Bildung und Forschung abbildet, ist: Diese Regierung hat keinerlei Ambitionen, die vollmundigen Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag zügig und wirksam umzusetzen. Das zeigt sich an folgenden Beispielen. Erstens, Digitalpakt Schule. Geplant waren 5 Milliarden, im Koalitionsvertrag sind es noch 3,5 Milliarden für diese Legislatur. Im Haushalt 2018 findet sich nichts, nada, null. Ach, dieses bisschen Digitalfonds für Breitband und digitale Bildung und alles. Ja, vor 2 Jahren wurde der Digitalpakt vollmundig angekündigt. Bis heute hat keine Schule von ihm profitiert. Und das wird, das zeigt der fehlende Ansatz, noch eine ganze Weile so bleiben. 2 Jahre, das ist im Bereich der IT eine Ewigkeit. Die IT kennt das Mooresche Gesetz. Alle 2 Jahre verdoppelt sich, vereinfacht formuliert, die Zahl der Schaltkreise auf einem Chip. Diese Koalition kennt das Merkel'sche Gesetz. Alle 2 Jahre verdoppelt sich die Zahl der Ankündigungen. Umsetzung, Fehlanzeige. Beispiel 2. Rechtsanspruch auf Ganztag. Auch der Ganztagsanspruch ist im Haushalt 2018 nicht hinterlegt. Die angekündigten 2 Milliarden Euro reichen höchstens für eine Handvoll Schulen. Der Städte- und Gemeindebund geht von einem Finanzbedarf von 18 Milliarden Euro aus. Offensichtlich verlässt sich diese Regierung darauf, dass viele Städte und Gemeinden trotz der enormen finanziellen Lasten schon lange auf dem Weg sind, weil sie die Zeichen der Zeit im Gegensatz zum Bund früh erkannt haben. Außerdem, es geht um Bildung, nicht Betreuung. Nur ein rhythmisiertes Tages- und Wochenkonzept kann gleiche Bildungschancen für alle Kinder gewährleisten. Für gute Bildung findet sich weder im Koalitionsvertrag noch in diesem Haushalt irgendein Ansatz. Frau Karliczek, nichts in Ihrem Aufgabenbereich ist drängender, als endlich gleiche Bildungschancen für alle Kinder sicherzustellen. Es ist eine Schande, dass Deutschland bei Bildungsausgaben weiterhin unter dem Schnitt aller europäischen Länder bleibt und das 7%-Ziel mit mickrigen 5% am Bruttoinlandsprodukt weit verfällt. Wenn Sie Ihrem Amt gerecht werden wollen, lösen Sie sich endlich vom Merkel'schen Gesetz und gehen Sie diese Herausforderung an. Beispiel 3, Berufsschulprogramm. Haushalt ist Wahrheit. Auch die bitter notwendige Ausstattungsoffensive für die beruflichen Schulen konnten wir im Haushalt beim besten Willen nicht finden. Nicht ein Euro ist für berufliche Schulen vorgesehen. Dies angesichts des um sich greifenden Fachkräftemangels und großer Integrationsherausforderungen. Freilich, Bildung ist kein Allheilmittel. Dr. Espendriller ist das schlagende Beispiel, wie Integration in eine offene, demokratische Bildung, Gesellschaft trotz Bildung scheitern kann. Aber dennoch, wem die beruflichen Schulen als tragende Säule des dualen Systems keinen Cent wert sind, der kann kaum glaubwürdig von der großen Bedeutung von Wertschätzung für Aus- und Weiterbildung reden. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Von dem Kollegen von der AfD? Nein, also für AfD-TV ist mir meine Redezeit zu schade. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Vorgestern sagte Kollegin Thielmann, der Bund ist gar nicht zuständig für Bildung. Gestern die Kanzlerin, Bürgerinnen und Bürger betrachten das Leben nicht aus Perspektive, wer ist gerade für was zuständig. Heute Kollege Rupprecht wieder, der Bund ist nicht zuständig. Ich sage Ihnen, Sie haben immer noch nicht begriffen, es geht nicht um Zuständigkeit, es geht um Verantwortung. Diese Koalition, diese Kanzlerin, Sie, Ministerin Karliczek, tragen Verantwortung für Bildung und diese nicht zu knapp. Stellen Sie sich endlich dieser Verantwortung. Kümmern Sie sich um eine sachgerechte Änderung des Grundgesetzes. Reden Sie mit uns. Wenn Sie sicherstellen können, dass Bildung die Investitionsforderung erhält, die sie angesichts der Herausforderungen braucht, stetig und dauerhaft, werden wir uns nicht verweigern. Alles andere ist wie der vorliegende Haushalt ohne Zukunft. Für eine Kurzintervention erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Espendiller. Okay. Dann guten Tag, Frau Stumpf. Sie haben mich ja gerade als Negativbeispiel für schlechte Ausbildung genannt, bla 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 und so weiter und so fort. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, Sie selber sind ja Ingenieurin. Wir reden noch mal ganz kurz über die Klimamodellierung, die ich gerade erwähnt hatte. Also mathematisch, da brauchen Sie Mathematiker, Informatiker für. Ja, natürlich, das sind partielle Differentialgleichungssysteme, ordinäre, da müssen Sie mit, ja, ein bisschen habe ich damit rumgespielt, natürlich. Ja, also jetzt auf jeden Fall die Frage auch in der Röspel. Ein Differentialgleichungssystem hat das Problem der Robustheit. Wissen Sie als Ingenieurin, was das ist und wissen Sie, was für Auswirkungen das auf die Klimamodellierung hat? Wir arbeiten hier mit einem Fundament auf Sand. Wir geben 50 Milliarden Euro aus. Wenn die Modelle nicht passen mit dem Problem, was passiert dann? Das wäre meine Frage an Sie. Ja, wollen Sie antworten, Frau Kollegin? Dann erteile ich das Wort dem Kollegen Tankred Szczepanski von der CDU-CSU-Fraktion.